Herzlich willkommen zum dritten Teil der Astrologiereisen und heute geht es um den Merkur bzw. um den Archetypus Zwilling und dem Vertreter Merkur. Und du erinnerst dich vielleicht nach Stier, wo es ja ums eigene Revier ging, um das ging alles zu versammeln, was man im Widder im ersten Teil der Reise quasi an Energie so erreicht, erobert hat, will der Stier das absichern und sein Revier einfach abgrenzen und dort einen gewissen Wohlstand, Materie ansammeln. Und beim Zwilling geht es jetzt wieder in die aktive Richtung. Also Stier ist ein Erdzeichen, ein passives Zeichen und Widder ist ein Feuerzeichen, ist ein aktives Zeichen. Das heißt, wir haben aktiv, passiv und jetzt kommt wieder ein aktives Zeichen im Tierkreis und das ist der Zwilling und der hat das Element Luft. Und beim Zwilling geht es darum, dass man jetzt, nachdem man ja das Revier hat, den Körper hat, manifestiert ist, geht es darum, auf der einen Seite die Funktionen zu entdecken, die man so hat im Körper, also in den Gelenken, in den Organen. Und dann will der Zwilling, neugierig wie er ist, auch kleinere Reisen unternehmen, aus dem Revier rausgehen, offener sein, neugierig sein, viel Wissen sammeln, das Wissen sammeln, aber jetzt nicht im Sinne eines Studiums, wo es ein Fachwissen ist, sondern es ist mehr so dieser Überblick des Wissens. Also überall so ein bisschen was, so eine gute Allgemeinbildung und neugierig und offen sein und kleine Reisen haben. Es ist ein Forscherzeichen, es ist ein Entdeckerzeichen, es ist ein bisschen ein Entwicklungszeichen. Man kann sich das so vorstellen wie ein Baby, das anfängt zu krabbeln und alle Laden aufzumachen und reinzukramen und da alles entdeckt. Und Merkur ist natürlich auch der Planet, also wir wissen ja, Merkur ist ein Schwellenplanet und da geht es auch um den Handel, um die Händler. Ja? Und da geht es auch um das Verhandlungsgeschick und der innere Merkur ist sicher auch jemand, der für Verträge sorgt. Vielleicht hast du schon von Merkur rückläufig gehört. Und bei dieser Reise werden wir uns jetzt einmal diesem Zwillingsprinzip nähern und werden das mal aktivieren. Also wirklich so. Kommunikation und die Denkfähigkeiten, also da mal aufmachen, Kommunikation, klare Gedanken und dann natürlich auch die Offenheit, die Neugier anderen gegenüber. Und basieren tut das natürlich alles auf der Energie des Widders und der Abgrenzung vom Stier. Und dann kommt jetzt eben, nachdem ich ja mein Revier habe, kommt jetzt auch diese Klarheit, Kommunikation, Offenheit anderen gegenüber dazu. Gut. Dann schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und komm mal zur Ruhe. Wie kommst du am besten zur Ruhe? Wie schaffst du das? Stell dir einfach mal einen Ort vor, wo du entspannen kannst. Vielleicht ist das ein Urlaubsort, vielleicht ein Schlafzimmer. Vielleicht einfach dort, wo du deine Runde drehst oder wo du deinen Sport machst. Schau einfach mal, dass du dir diesen Ort vorstellst, wo du entspannen kannst. Ich kann zum Beispiel gut am Meer, am Strand entspannen, während ich einen Kaffee trinke und aufs Meer schaue. Oder durch den Wald spazieren gehe. Wo ich auch merke, ich habe jetzt endgültig mal das Handy zur Seite gelegt, abgedreht, der Tag ist geschafft. Und ich kann einfach jetzt für mich sein und mich spüren, den Körper und meine Lebensenergie.
Und in dieser Entspannung, in dieser Ruhe erde ich mich jetzt und eine tiefe, tiefe Reinigung geschieht. Und diese Reinigung betrifft jetzt mal auf deiner körperlichen Ebene alles, was sich in deinem Körper bewegt. Alle Gelenke, alle Organe, der Blutkreislauf, die Nervenbahnen, alles wird jetzt mal gereinigt, harmonisiert und aktiviert, sodass jede Bewegung, jeder Ablauf ganz geschmeidig, voller Energie ablaufen kann. Und in dieser Geschmeidigkeit, in dieser Beweglichkeit erwacht nun in deinem Kopf ein helles, strahlendes Licht. Im Zentrum deines Schädels. Und dieses Licht breitet sich aus und schärft deine Sinne. Deine Augen, deine Ohren. Und du spürst, dass du neugieriger wirst, dass dein Interesse geweckt ist. Das Interesse, was über deinen Grenzen geschieht, den Grenzen deines Reviers. Und da merkst du vielleicht, haben andere Leute auch ihr Revier. Und du spürst, dass du mit diesen Nachbarn in Kontakt treten willst. Und du willst vielleicht auch dein Dorf, deine Stadt, deine Umgebung erforschen. In Spaziergängen einfach mal schauen, was gibt es für Läden, wie sehen die Häuser aus, wie sehen die Straßen aus, was gibt es für Wege. Was passiert rund um meinen Wohnort? Was ist Natur? Was ist Stadt? Du spürst, dass eine neugierige Energie in dir erwacht. Und du spürst auch deine Beweglichkeit. Und du spürst, dass in dir jetzt auch die Fähigkeit entsteht, zu fragen, zu kommunizieren. Und auch ein Verständnis entsteht. Wie wenn du das Lesen entdeckst und entdeckst, was für unendliche Geschichten in Büchern auf dich warten, was für Informationen in einer Zeitung für dich stehen. Du beginnst Worte zu hören und zu verstehen, den Sinn zu erfassen. Und du spürst auf einmal, dass es ganz andere Möglichkeiten noch gibt, außerhalb deines Reviers zu wachsen und dich zu vernetzen. Und vernetzen ist ein wesentlicher Teil auch dieses Merkurs, dieses Zwillingprinzips, dieses Verbinden mit anderen, ein Netzwerk schaffen, wo man sich austauscht, wo man kommuniziert, vielleicht nicht immer einer Meinung ist, man kann auch diskutieren. Aber die Neugier, das Interesse am anderen ist geweckt. Und du spürst nun, dass diese Energie, diese Neugier nochmal so zusammenkommt mit deiner Widderenergie, diesem Pioniergeist und natürlich deiner Abgrenzung. Und du beginnst nun zu erforschen, Neues zu erforschen.
Und dieses Neue, das du erforschst, dieses Flexible, ist vielleicht ein Anteil dieser inneren Merkur, den du länger nicht gelebt hast. Vielleicht warst du längere Zeit nicht mehr aufgeschlossen oder beweglich. Vielleicht warst du zu sehr in deinem Revier, bist ein bisschen eingerostet. Aber jetzt spürst du auf einmal die Lebendigkeit und auch den Wunsch, noch einmal dich auszutauschen, dich mit anderen zu vernetzen, zu kommunizieren. Und diese Energie beginnt nun in dir aktiver und aktiver zu werden und du spürst, du wirst von dieser Energie eingehüllt. Sie wächst in dir, aus deinem Kopf raus, in deinen Körper und du spürst, dass du immer weiter gehst und dich immer mehr bewegst. Unendliche Informationen stehen dir zur Verfügung. Wie gesagt, Bücher, Internet, Leute, über die du, mit denen du reden kannst und über die du Neues erfahren kannst. Und du kannst das alles auch aufsammeln und daran wachsen. Und du spürst, wie belebend das ist, im Austausch zu sein. Und diesen Austausch, dieses Netzwerk, diesen Fluss, kannst du auch auf der energetischen Ebene spüren. Aus der Lebensenergie strömt in dich unendliche Inspiration. Du fließt und du spürst die Inspiration auch im Feinstofflichen. Du spürst den Wechsel in deinem Energiefeld. Du spürst den Austausch mit deinem höheren Selbst, den Austausch, die Kommunikation mit Mutter Erde. Und du spürst diese Verbindung. Du spürst, dass nichts voneinander getrennt ist, sondern dass alles immer miteinander kommunizieren kann. Alles ist verbunden. Und du spürst nun diesen Kreislauf und die Kraft und das Vertrauen. Und nun erlaube dir selbst, dass alles, was dich bisher erschöpft hat, wenn du mit anderen in Verbindung getreten bist, alles, was dich bei anderen erschöpft hat, darf nun gelöst werden. Alte Anstrengungen, alte Ängste, alte Unsicherheiten, all das darf sich jetzt lösen. Und du spürst Kraft, Klarheit, Liebe und Würde. Und du spürst auch, dass die Energie, deine Urkraft sich nicht verausgabt. Du spürst, dass deine Grenzen gut gesetzt sind. Und du spürst auch, dass diese Zwillingsenergie, diese Kommunikation, diese Funktionsenergie, das Merkurische gut in dir integriert wird. Und diese Energien arbeiten harmonisch zusammen. Widder, Stier und Zwilling. Das ist die Energie von dem, was du manifestierst. Mit Hilfe dieser Kräfte manifestierst du und kreierst dein Leben. Atme dieses Bewusstsein jetzt mal tief ein. Und spüre, dass du vitalisiert bist, dass du voller Kraft bist und dass du nun diese ersten drei Aspekte der Manifestation in dir aktiviert und vereint hast. Widder,
Stier und Zwillingsenergie. Erlaube dir nun, noch etwas in dieser Frequenz zu verweilen. Und fühl noch mal etwas nach. Und jetzt atme noch mal tief ein. Und wieder aus. Und spür noch mal die Manifestationskraft. Du kannst auch dazu einfach mal ein bisschen aufstampfen, wenn du willst. Einfach noch mal ein bisschen trampeln, dich bewegen. Durchstrecken und spür noch mal die Kraft. Und dann atmest du tief ein und wieder aus. Bewegst deinen Körper und spürst, dass du jetzt alle Aspekte dieses ersten Quadranten des Tierkreises in dir aktiviert und integriert hast. Und du fühlst dich klar und entspannt. Fühl noch mal etwas nach und dann erlaube dir, genau in deinem Tempo, wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Nimm dir diese merkurische Energie mit. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Ja, wie fühlst du dich denn? Wie ist es dir gegangen bei dieser Reise, bei dieser Meditation? Du merkst jetzt, dass du so diese ersten drei Aspekte wieder Stier, Merkur vereint hast. Falls du vorher eine Meditation noch nicht gemacht hast mit Widder oder Stier, dann kannst du sie ja machen. Sie sind ja hier am Kanal. Und damit haben wir diesen ersten Quadranten abgeschlossen. Also die ersten drei Zeichen. Das Konkrete ist damit abgeschlossen und ab dem nächsten Zeichen geht es dann so ins Fühlen, ins Seelische rein. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über einen Kommentar, wie es dir gegangen ist. Und ja, abonniere meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss und alles Gute.